Der eine, Friedrich, introvertiert, melancholisch, lange über seinen Bildern brütend. Und der andere, so ein bisschen à la Fabresto, also ein Schnellmaler, ja, sehr viel näher an dem verblieb, was er vor Augen hatte. Und trotzdem haben diese beiden offenbar auf ganz besondere Weise nicht nur als Freunde harmoniert, sie haben sich als Künstler geschätzt und sie haben sich als Künstler angeregt.